Liebe Presse, liebe Aktivisten, vielen Dank, dass ihr hier seid und herzlich willkommen beim öffentlichen Aktionstraining von Ende Gelände. Wir werden euch jetzt zeigen, was morgen in der Grube passieren wird und wie wir dorthin gelangen. Und natürlich auch, warum wir in die Grube gehen werden. Der Grund, warum wir hier sind, ist ganz einfach. In den nächsten zwei Wochen wird auf der anderen Rheinseite, etwas weiter südlich im World Conference Center, die UN-Klimakonferenz stattfinden. Und wie wir ja seit 25 Jahren wissen, kommt da meistens nicht mehr als heiße Luft bei rum. Und das Bizarre an dieser UN-Klimakonferenz ist, dass die Fidschi-Inselnationen die Verhandlungen leiten, hier in Bonn. Und gleichzeitig eine Stunde entfernt ist die größte Kohledrecksschleuder Europas. Und es ist unsere Verantwortung, sie stillzulegen. Es ist unsere Verantwortung, für wirklichen Klimaschutz zu sorgen. Und deswegen werden wir morgen in die Grube gehen, den Braunkohletagebau stoppen und unsere Körper stellen vor die Bagger und vor die Bäume, die seit Jahrhunderten dort stehen im Hambacher Forst. Und das ist, warum wir morgen, wie gesagt, in die Grube gehen. Und jetzt werden wir euch kurz vorführen, wie wir das machen mit einem öffentlichen Aktionstraining. Und als erstes werden wir euch zeigen, wie wir Bezugsgruppen finden. Weil uns natürlich also auch sehr wichtig ist, dass wir uns für unsere eigene Sicherheit garantieren können, bilden wir Bezugsgruppen. Das sind halt Gruppen von 4 bis 5 Menschen. Und das führen wir kurz vor, indem wir hier kurz ihr euch zu 4 bis 5 Menschen zusammentut in zu einer Bezugsgruppe. Es wäre toll, wenn ihr euch jetzt kurz in euren Bezugsgruppen absprecht. Wir werden uns in der Aktion sehr viel in Bezugsgruppen treffen und sprechen, wie weit wir gehen wollen. Und was ihr jetzt besprechen sollt, ist einmal ein Bezugsgruppenname, ganz kurz nur. Und dann wollen wir eine Entscheidung gemeinsam treffen. Und das machen wir, indem wir in Bezugsgruppen Entscheidungen treffen und die dann über Delegierte in einem delegierten Plenum zusammentragen. Und die Entscheidung, die wir vor uns haben, ist, wir sind angekommen in der Nähe der Kohlegruben und vor uns sehen wir so eine Hügellandschaft und wissen, dass es RWE-Gelände ist. Es ist verboten, das zu betreten. Viele von uns sind aber entschlossen, das trotzdem zu machen, obwohl es eine Straftat ist, weil diese Bagger weiterlaufen. Ist klar, die deutschen Klimaziele sind niemals erreichbar, wenn diese Bagger weiterlaufen. Trotzdem stoppt sie niemand, obwohl es alle wissen. Also müssen wir es selber machen. Deswegen, aber vor uns steht eine Kette aus Polizisten, die uns aufhalten wollen und die gesagt haben, dass wir auf keinen Fall in die Grube gehen dürfen. Und die Frage an die Bezugsgruppen ist jetzt, wir stehen als Finger gerade noch davor, was machen wir? Wollen wir durch diese Polizeikette gehen oder wollen wir erstmal warten oder uns zurückziehen? Und es ist eine Polizeikette, ihr habt das Gefühl, die sind wesentlich weniger als wir. Die Fläche ist groß, wir haben Platz, uns auseinanderzuziehen. Und ihr müsst sozusagen einmal individuell bestimmen in den Bezugsgruppen. Ich übersetze es gleich nochmal, dann könnt ihr loslegen. Wollen wir das machen? Was heißt es für uns als Bezugsgruppe? Welche Rolle wollen wir da drin spielen? Und dann Delegierten hier hinsenden. Und ihr habt leider wenig Zeit, weil wir sehen schon von hinten einen Polizeiwagen aufziehen. Es könnte sein, dass bald noch mehr Polizei da ist. Okay, es ist nur noch eine halbe Minute Zeit, dann müssen wir uns zum Delegiertenplenum zusammenfinden. Bitte beeilt euch! Okay, so die Delegierten können sich hier in der Mitte zusammenhocken und die Bezugsgruppen hinter ihrem Delegierten so eine Blüte wählen. Okay, sind alle Delegierten hier? Gut, dann präsentiert eure Entscheidung. Wir müssen entscheiden, was machen wir jetzt in der Situation. So present your decision. We need to see what we do in the situation. Make a short round. Wir machen eine kurze Runde. Okay, also unserer Meinung nach sind wir alle motiviert und noch sind wir in der Überzahl, also sollten wir beschließen. Ich schließe mich an. Wir möchten noch wissen, wie wir uns koordinieren, dass jemand verantwortlich ist zu sagen, jetzt müssen wir uns weiten, jetzt müssen wir länger zusammengehen. Und könntet ihr das euch vorstellen zu machen? Ja. Okay, cool.
Wir sind auch für Durchfließen, weil wir glauben, wir können das gerade und wir würden anbieten, dass wir den Flügel rechts und halb rechts abdecken und uns in die Richtung aufziehen. Our group agrees with all of you for all the same reasons we want cloaking as well. Also die Gruppe stimmt zu mit den gleichen Gründen und sie möchten auch durchfließen. Gruppe auch. Wir sind auch dabei. Dann heißt, wir haben jetzt eine Situation, ich würde sagen, das ist ein Konsens, dass wir durchgehen. Wir sind uns alle einig, das heißt, das machen wir. Und wir müssen uns kurz koordinieren. Ihr gebt ein Signal, wann wir uns aufziehen. Ihr macht die rechte Flanke. Brauchen wir noch eine Bezugsgruppe, die sich vorstellen kann, nach links aufzuziehen? Welche Bezugsgruppe würde das machen? Ah, ja. Wenn wir sagen weit, dass wir auseinandergehen, das ist klar. Genau, und vielleicht gut, wir sind unterschiedliche Leute und nicht alle von uns können rennen. Und wir wollen aber gerne möglichst alle durch die Polizeiketten kommen, dass wir nicht rennen, sondern ganz langsam und entspannt auf die Polizisten zugehen, auch wenn das sehr angsteinflößend ist und es deswegen so ein Impuls ist zu rennen. Okay. Dann, also, was unsere Strategie ist, ist sogenannte Fünf-Finger-Taktik, im Sinne von, wir sind eine Faust zusammen, aber wir teilen uns in viele Richtungen auf und das machen wir deswegen, weil wir die Polizeiketten auseinanderziehen wollen, damit Lücken zwischen den Polizisten entstehen, damit wir uns durchbewegen können, ohne dass es zu einer Konfrontation mit der Polizei kommt, weil unser Ziel ist nicht die Polizei, sondern die Kohle, die wir stoppen wollen. Und wir versuchen uns auch emotional darauf vorzubereiten, uns nicht auf die Polizei zu fokussieren, weil die macht uns Angst, sondern auf die Lücken zwischen den Polizisten. Focus on the horizon between the police. Then you don't see them and you just walk through peacefully. Die Gruppen, die in der Mitte laufen, müssen am langsamsten gehen, damit die Gruppen, die die Flanken aufmachen, die sich aufziehen, auch genug Platz haben, damit wir möglichst versuchen, möglichst weit auseinanderzuziehen. Auf geht's, Ende Gelände! Auf geht's, Ende Gelände! Auf geht's, climate justice! When do we want it? Now! Fight! Stopp! Ah, das Banner nehmen wir mal ab hier. So eine kurze Reflexion, wenn wir Rollenspiele machen wie diese, dann üben wir, um daraus Erfahrungen für uns selber abzuleiten. Deswegen machen wir danach immer kurze Reflexionen. Wie hat sich das angefühlt? Was haben wir erlebt? Wie ist die Situation in Realität? Und als erstes für die Polizistin unter euch, wie hat sich das für euch angefühlt? Wie war die Situation? Hattet ihr das Gefühl, ihr könnt uns aufhalten? Wie bedrohlich haben wir gewirkt, als sie auf euch zugekommen sind? Wie war das für euch? Es waren zu viele, als dass wir das wirklich aufhalten könnten, ohne dass wir uns richtig mit denen anlegen und richtig böse werden. Und naja, aber so ein Block von Leuten, die schreiend auf einen zukommen, ist schon auch nicht so angenehm. So, wie war das für euch? Gab es Erfahrungen? Habt ihr euch sicher gefühlt? Ja, in dem Szenario schon. Ja. So freundlichen Polizisten. Naja, wir waren halt hier mehr und in dieser Masse, in dieser Überzahl war es total einfach durchzukommen, weil die Lücken zwischen den Polizeikräften total groß waren. Hier war jetzt halt auch ein bisschen wenig Platz, würde ich sagen. Normalerweise würde man sich ja viel früher aufspalten und das auf einen größeren Bereich ziehen, aber ging jetzt ja hier nichts mehr. Es war gut, dass es ein abgesprochenes Signal gab, was dann halt auch kam. Also das Weit war dann halt auch klar, okay, jetzt machen wir das und das. Also es gab keinen Moment der Verwirrung. Wie ist die Situation in der Realität? Was sind da eure Erfahrungen? Das Signal zum Aufweiten kommt oft nicht so klar. Es gibt mehr Verwirrung. Normalerweise sind die
Polizisten deutlich gefährlicher, weil sie halt auch noch Pfefferspray haben und auch noch Schlagstöcke haben und man tatsächlich verletzt werden kann. Und man sich da besser, also sozusagen emotional noch vorbereiten muss, trotzdem durch die Situation durchzugehen. Die Leute fangen auch schneller das Rennen an in einer echten Situation und trauen sich nicht so lange langsam zu laufen und das macht es dann auch schwierig.